Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ich backe hier im Bett. Na toll. Ah, weg hier. Ah, oh, gut. So, wir sind mit einem Schiff rausgefahren. Wir sind hier an, an offenem Licht. Na gut, Licht gerade nicht, aber jetzt. Denn jetzt scheint auch wieder die Sonne. Und was noch fehlt, ist die Musik. So. Ich werde heute allerdings nur zwei Folgen aufnehmen, beziehungsweise so zwei einzelne Folgen. Bedeutet, ihr kriegt am Ende der Folge so eine Abmoderation, denn, ja, ich muss diese Folge hier noch ganz schnell rausbringen. Es ist gerade für mich 14 Uhr und 16 Uhr soll die Folge schon rauskommen. Also ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, das alles fertig zu machen. Ich möchte trotzdem zwei Folgen aufnehmen, aus dem Grund, ich brauche für morgen auch noch eine, weil ich bis morgen dann keine schaffe aufzunehmen. Gut. Wir haben ja beim letzten Mal, wie gesagt, das Schiff rausgebracht. Was haben wir denn sonst noch gemacht? Den Boden, den haben wir schon vorher hier reingemacht. Genau. Stimmt, hier haben wir ja. Wir haben hier den Bereich fertig gemacht, die Kapitänskajüte. Und mir fällt auf, dass mal wieder F nicht funktioniert. Ja, wie immer eigentlich. Gut, dass ich schon weiß, wo man hier was machen kann. So. Hier kommen dann später auch noch bestimmt Fenster rein. Jetzt mache ich hier erstmal ein paar Fackeln rein, damit ausgeleuchtet ist und keine Monster spawnen. Ja, mir ist in letzter Zeit vorhin aufgefallen, wie gut Minecraft seit dem Neustart bei euch ankommt. Also, ich habe einen Video Manager geschaut und dachte, was? Okay. Ich habe ja auch schon mehrere Kommentare. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, er hätte zu gerne gesehen, wie ich tanze oder irgendwie. Oder irgendwie so war das. Hat er noch irgendwas geschrieben? Was waren das jetzt noch? Weiß ich jetzt nicht, ich schaue nach der Aufnahmesession, würde ich nochmal auf die Kommentare eingehen. Der letzten Tage, ich hatte, da kam da jetzt eher weniger zu, leider. So, wir könnten uns ja schon mal um den Mast kümmern, oder wollen wir uns erstmal drinnen drum kümmern. Ich habe vor, hier zwei Mäste aufzustellen. Zwei Stück. Aber einer so weit vorne? Nee, machen wir mal hier, also so weit in der Mitte nicht. Hier kommt der erste Mast hin. Man kann ja auch mal gerne auf die Karte schauen, ob das so passt. Hier der erste Mast. Na gut, eigentlich noch weiter dahin, oder? Laut Karte schon. Wo ich die richtige Axt nehme. Da ist jetzt der Mast. Ne, Moment, der Mast ist eigentlich jetzt hier. Das ist noch nicht aktualisiert, das Bild. Ja, wenn der Mast da ist, das passt dann so. Und dann natürlich auf gleicher Höhe. Hier so ungefähr. Schauen wir mal auf die Karte. Da und da müssen wir uns das jetzt vorstellen. Ich denke mal, es passt erstmal. Soll ja auch ein großes Schiff sein. Ist ja ein großes Schiff bisher. Nur ohne Segel. Und so ein großes Schiff braucht dann halt doch mal ein paar Segel. Wir haben ja auch hier genügend Eichenholz. Der Jetpack lasse ich mal weg. Und das muss natürlich auch sehr, sehr schön weit oben sein. Boah, hier gibt es eine richtig schöne Aussicht. Ist die Aussicht schön. Da hinten noch unser Zuckerrohr, was wir angepflanzt haben. Ich weiß ja inzwischen, dass es auch in der neuesten Version Bambus gibt. Ich habe mir ja mal die neueste Version angeguckt und war sehr, sehr schnell überfordert, was es da so alles gibt. Also meiner Meinung nach ist das kein Minecraft mehr so wirklich. Ich lebe halt auch nicht mit den Änderungen. Aber ja. Oh, kriege ich einen Sniper hin? Nein! Ich bin schlecht dafür. Ja, schon besser. Oh! Ja, ist trotzdem tot. Jetzt Mr. Zombie noch. So, tschüss. Ich hoffe mal, es passt so von der Höhe. Komm, machen wir noch zwei Stück. Noch eins, dann haben wir 32, glaube. Und dann schauen wir uns das mal vom Weiten so ein bisschen an. Dafür haben wir ja unser Jetpack. Und so bedenkt, einerseits hier die Größe des Schiffes. Das könnte sogar passen. Ich weiß nicht, wie das auf echten Schiffen ist. Ist das Segel auf echten Schiffen größer als die Länge des Schiffes? Wisst ihr was, das gebe ich mal ganz kurz mal bei Google ein. Schiff. Einfach Schiff eingeben. Na gut, das geht mir jetzt nicht. Machen wir mal Segelschiff. Nee, nicht unbedingt. Ist etwas kürzer. Ab und zu mal ein bisschen länger, sehe ich hier. Also, ich finde, das passt so. Man kann ja dann immer noch das bisschen variieren, wenn man dann
die Wolle dafür. Stimmt, apropos Wolle, wir brauchen Wolle. Darum kümmern wir uns erstmal. Wenn wir die Wolle dann halt da ransetzen. So, wir gehen mal ganz kurz zurück und scheren mal unsere Schafe, die wir noch haben. Das heißt, wir brauchen eine Schere. Wer hätte es gedacht? So, jetzt muss hier natürlich erstmal die Welt geladen werden. Haben wir eine Schere dabei? Natürlich nicht. Vielleicht im Rucksack. Der große Rucksack ist immer noch leer. Wann lerne ich das endlich mal? Hier in diesem Rucksack ist eine Säge, ist ein Hammer, aber keine Schere. In dem anderen auch keine Schere. Na toll. Dann stellen wir uns eine mal ganz schnell her. Oder eine Hand, wie gesagt. Hier, eine neue Hand für uns. Und dann gehen wir mal ganz kurz zu den Schafen und machen mal schnippidi schnipp schnipp. Aber wie ich gerade gesagt habe, das Let's Play, wie gesagt, kommt bei euch sehr, sehr gut an und das freut mich sehr, weil mir macht das Minecraft Let's Play, seitdem ich das jetzt wieder gestartet habe, auch richtig viel Spaß. Und das Schöne ist halt auch, dass ich auf Kommentare wirklich dann oder auf euch dann auch eingehen kann. Ich kann über aktuelle Themen reden, weil das Let's Play halt aktuell ist. Ich habe es auch nicht vorzuproduzieren. Es sei denn, ich habe mal eine Phase, zum Beispiel wenn jetzt die Schulzeit wieder ist, wo ich weiß, okay, da schreibe ich viele Klassenarbeiten, viele Leistungskontrollen. Da muss ich mich mehr auf die Schule konzentrieren. Entweder produziere ich davor, wenn ich das schaffe, oder es kann sogar sein, dass dann da auch mal Folgen ausfallen, weil ich halt nichts vorproduziert habe. Also damit müsst ihr ja natürlich rechnen. Und für mich geht dann auch Schule vor. Generell will ich mich nach den Sommerferien so ein bisschen, ja, von manchen Hobbys so ein bisschen trennen. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Natürlich möchte ich weiter aufnehmen, das, dies und das. Allerdings so privat irgendwie Minecraft zum Beispiel zocken, das habe ich ja schon seit einer Woche jetzt inzwischen abgestellt, beziehungsweise halt auch, wenn man das Praktikum mitzählt, 2 Wochen. Also seitdem ich aus dem Praktikum raus bin, privat Minecraft zocken, habe ich bisher gar nicht getan. Nur einmal im Livestream, nur Mario Party, was wir aufgenommen haben. Und dann kam ja gestern Abend, irgendwann später abends, ein spontaner Livestream. Minecraft war auch sehr, sehr spontan. Und das will ich auf jeden Fall wiederholen. Dazu gibt es auch schon Pläne. Wahrscheinlich für nächste Woche. Erwartet da bitte auch nochmal ein Video. Ist wahrscheinlich. Und das daran, ich habe halt auch selber einfach keinen Bock mehr so wirklich auf Minecraft privat zocken. Ich finde, ich krieg da keinen Reiz mehr, so wie ich sehen. Weil ich finde dazu keinen Reiz. Hier mit euch dann zu zocken, das macht auf jeden Fall Spaß. Oder hier jetzt in meinem Singleplayer. Aber sonst so wirklich Minecraft, Vanilla, so auf irgendwelchen Multiplayer-Servern. Ja, das. Ja. Zum Beispiel Matt Gamble, da bin ich ja momentan noch YouTuber. Da wird auch bald noch ein Video folgen, was ich schon vor dem Praktikum aufgenommen habe, Block Party. Was immer noch fehlt. Das wird dann auch rauskommen. Ich muss auch mit Gamble technisch mal schauen, was man da machen kann. Rein theoretisch dürfte es mit Madgamme-Videos trotzdem noch hier ab und zu weitergehen. Da ja zum Beispiel SkyPP, die Videos, die nehme ich persönlich ja nicht auf. Ich schneide die nur. Die nimmt ja Jonas auf. Von daher ist da für mich schon mal so ein bisschen Entlastung, sage ich mal. So, wie machen wir das jetzt mit dem Segel? Auf welcher Höhe? Ich rufe nochmal ein Bild hier auf, wie hoch das so ungefähr ist. Bisher habe ich hier beim Schiff ohne Bilder gebaut, aber ja, trotzdem mal, dass es realistisch aussieht. Also es ist schon dieser Ebene? Ja, doch. Und sehr, sehr weit nach außen geht das. Machen wir erstmal hier. Ein Block breiter als das Schiff. Und das ist die falsche Ebene. Aber wenn ich hier einmal hier auch was offen habe, mal kurz vorhin das machen. Ah, okay. Es wurde noch gefragt, wo ich ja sagte, da war noch ein Kommentar, was mir gar nicht einfällt. Da wurde gefragt, ob zur Wiedereröffnung des Servers. Es
Galaxy Miner Servers Jonas mit dabei ist, aka King Kong. Ja, der ist auch wieder mit dabei. Jonas ist jetzt auch inzwischen seit gestern zurück aus dem Urlaub. Bedeutet, ich werde mit ihm natürlich auch dann morgen oder so Minecraft Hardcore wieder aufnehmen, dass ihr dann am Dienstag eine Folge habt. Nee, das mache ich so nicht. Und er wird natürlich dann auch zur Eröffnung mit dabei sein. Generell will ich schauen, dass möglichst das ganze Team da ist. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn da noch jemand im Urlaub ist oder so. Allerdings wird es mit der Zimmereröffnung noch ein bisschen dauern. Es steht, wenn man im Mehrspielermodus ist, steht August Neueröffnung. Jetzt ist ja in wenigen Tagen August. Allerdings werde ich das nicht zum Anfang August schaffen. Rechnet mit Mitte bis Ende August. Ich habe da nämlich noch einiges zu tun. Ich habe zwar schon vieles fertig, viele geile Neuerungen, wie ich finde. Zum Beispiel City Build ist soweit fertig. Doch, City Build. Ja, gut, kleine Dinge müssen da neu gemacht werden. Survival, da habe ich mich bisher noch gar nicht rangesetzt. Creative ist soweit auch schon ordentlich weit. Ja, es fehlen hier und da noch einige Dinge. Daher muss man da einfach mal ein bisschen abwarten und Tee trinken. So. Und der andere Kommentar, es wurde sich gefragt, wie ich getanzt habe. Ja, es war folgendermaßen so. Ich weiß nicht, wie sehr ich das in der Folge da erklärt habe, in der letzten Minecraft-Folge. Auf jeden Fall, es gab eine Talente-Show. Bedeutet, die Kinder von unserem Ferienlager, die irgendwelche Talente hatten, sei es tanzen, da hatte auch jemand Kartentricks vorgeführt. Oder was weiß ich. Eklige Talente wurden da vorgeführt mit einer Jury. Und als dann alle durch waren, musste die Jury erstmal auswerten. Das hat ein bisschen gedauert. Und während sie ausgewertet haben, sind wir Betreuer dann auf die Bühne gegangen. Und da waren wirklich alle Betreuer dann gleichzeitig auf der Bühne. Wir waren so etwas über 20 Betreuer, bedeutet die Bühne war auch dementsprechend voll. Ich stand weiter hinten, man konnte mich nicht ganz so gut sehen, aber man konnte mich noch sehen. Ich habe mich auch extra freiwillig für hinten gemeldet, weil ich halt vorher nie was mit Tanzen zu tun hatte und dementsprechend ein Noob da drinne bin. Beziehungsweise war, immer noch bin, keine Ahnung. Allerdings haben wir halt vorher auch trainiert, sehr, sehr viel trainiert. Es war zwar immer nachts, wo wir trainiert haben, allerdings haben wir trainiert und auch nochmal vor dem Auftritt haben wir nochmal uns, nein, 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 nein. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so hingestellt und haben auch nochmal trainiert. Bedeutet. Boah, Energie geht aus. Bedeutet, ich war schon vorbereitet. Ich wusste, was für Moves kommen, sozusagen. Auch wenn das sechs Lieder waren. Man wusste so ungefähr, was man zu tun hatte. Einerseits das und andererseits, da ich ja hinten stand. Da ich ja hinten stand, konnte ich mich an dem Vordermann auch so ein bisschen orientieren. Bedeutet, wenn ich mal nicht weiter wusste, habe ich einfach zum Vordermann geschaut, beziehungsweise ich hatte ja sowieso den Blick nach vorne, weil da ja dann das Publikum war. Und da ich den Blick nach vorne hatte, konnte ich dann halt auch jederzeit dann schauen. Und somit hat es dann auch funktioniert. Es hat funktioniert. Hier und da bin ich zwar aus dem Takt gekommen, so wie ihr sehen. Es wurden auch Videos dazu gemacht, da sieht man es, aber ich werde, nein, auf keinen Fall diese Videos teilen, weil es immer noch in privater Hand liegt. Ich selber habe die Videos sowieso nicht gemacht, von daher habe ich auch nicht mal die Rechte dafür, das zu teilen. Und hätte ich die Rechte dafür, ich würde es trotzdem nicht machen. Und jetzt mal auch, weil da halt auch andere mit drauf sind, datenschutztechnisch. Wollte 10 schaffen. Ja,
Auf jeden Fall konnte man auf dem Video sehen, dass ich ab und zu mal aus dem Takt kam. Da gab es manche Moves, da braucht man wirklich, das muss man inne haben, damit das klappt. Weil das so schnell vonstatten ging. Aber letztendlich im Großen und Ganzen, dafür, dass ich nie getanzt habe, war schon sehr, sehr gut. Das haben mir auch mehrere bestätigt. Ich war auch erleichtert, dass es dann auch so gut über die Beine ging, wenn man das schon so nennen mag. So, Schafe, Schafe. Ich brauche noch mehr Wolle. Ich brauche sehr, sehr viel Wolle. Ah, ein Glück haben wir so viele Schafe. So, gab es noch irgendwelche Kommentare? Ein Kommentar auf eine Folge davor noch, dass ich in Bezug Upload-Einstellungen eventuell was falsch mache oder so, wo ich mir Aufrufe erzielen könnte. Wenn ich Bock habe, könnt ihr mir ein paar Tipps geben. Puh, was soll ich dazu sagen? Einerseits, mir geht es nicht um Klicks sozusagen, bedeutet, ich habe mein. Ja, auch vor kurzem meine Upload-Einstellungen nochmal geändert. Gerade in Bezug auf Videobeschreibung. Habe ich ein bisschen was umgeordnet, was man das schon gesehen hat. Ist noch nicht bei jedem Video so. Aber bei den neuesten, die ich hochlade, glaube ich, braucht man da braucht es noch ein bisschen, bis das aktualisiert ist. Aber ja, da habe ich halt jetzt nochmal was geändert, sonst. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was man da jetzt noch machen könnte. Ich habe da jetzt noch nicht drauf geantwortet. Ich habe den Kommentar schon längst gelesen. Aber wie gesagt, noch nicht drauf geantwortet. Ja, falls du das siehst und ich noch nicht geantwortet haben soll, dann schreib mal ein Beispiel oder so in die Kommentare, weil also ich mir auch was darunter jetzt so vorstellen kann. Und sagen wir es mal so, gegen Tipps habe ich eh nichts. Kritik ist sowieso immer gut. So, dann Minecraft Hardcore wird ja auch von vielen abgefeiert. Kann ich sehr gut verstehen, weil das nochmal eine extra Challenge ist und das ist ja auch meiner Meinung nach auch mega geil und macht mir ja persönlich auch sehr, sehr viel Spaß, Jonas auch. Und gerade im Together, das ist nochmal was Besonderes. Wir hatten ja schon dreimal Minecraft Hardcore auf dem Kanal. Das ist das erste Mal im Together. Ja, Pokémon ist momentan so ein bisschen im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Aber dennoch lese ich hier und da doch mal Nachrichten oder so. Zum Beispiel letztens war ich auf dem Madgammit-Server. Und da hatte jemand auch gefragt, wann kommt denn die nächste Folge Pokémon? Habe ich dann geschrieben, morgen 16 Uhr oder, nee, 14 Uhr war es, glaube ich. Ah, das ist glaube ich so an dem einen Madgaming-Video, was noch bald rauskommt, zu sehen. Und schon wieder ist alles alle. Ja, es sind auch kleine Dinge, die mich dann auch erfreuen, wo ich dann auch merke, ach, das Let's Play wird doch noch geschaut. Ja, Pokémon, es ist ein bisschen langatmig. Aber ich muss jetzt so sagen, ich bin jetzt so kurz vorm Ende. Ich glaube, ich muss nur noch ein oder zwei Parts aufnehmen, dann habe ich das Let's Play fertig aufgenommen. Allerdings werden trotzdem noch einige Folgen kommen. Ich bin bei Pokémon so extrem auf Vorproduktion. Also, mein ganzer Ordner ist voller Pokémon voll. Da war ja, da kam ja zum Beispiel heute auch eine Folge raus, wo ich erklärt, wo ein Crash war, so wie sie, oder was heißt ein Crash? Auf jeden Fall sind mir Folgen verloren gegangen, wo ich nochmal einiges nachzocken wollte. Wen es interessiert, kann gerne die heutige Folge von Pokémon anschauen. Das müsste Part 44 gewesen sein. Die halt heute rauskam. Da werde ich alles erklären. Da gibt es auch noch ein paar Änderungen. Ist eigentlich. Es war für mich nervig, für euch vielleicht ein bisschen witzig, aber ja, es hat stundenlange Arbeit gekostet, das aufzuholen. Wie gesagt, wen es interessiert, kann heute in der heutigen Pokémon-Folge reinschauen. So, ja, apropos Folge. Diese Folge neigt sich jetzt mit dem Ende zu. Bevor es jetzt hier Nacht wird, würde ich jetzt mal die Folge beenden. Ich beende sie deshalb, weil ich direkt zum Hochladen hochlade diese Folge. Daher muss ich die halt jetzt auch, muss ich hier einen Cut setzen. Ja, gut.
Wer lügt, kriegt eine lange Nase, sag ich. Lol. Alter, dieses Schaf lügt wohl die ganze Zeit oder so. Lol. Ja, geil. Gut, bis nächsten Part. Morgen dann um 16 Uhr, glaube ich. Ja, doch, genau. Bis dahin. Bye bye.